Zukunft, da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg und zwar heute mal wieder mit Simi. Die 834. Ausgabe, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt hat es seit langer Zeit mal wieder geklappt, dass wir hier zusammen vorm Mikro sitzen und Simi und ich, wir mögen ja Hamburg schon sehr gerne und ganz viele Baudenkmäler sind es ja leider nicht, sonst könnten wir das Folgende nicht berichten. Es gibt im Freihafen eine Stelle, da gab es eine Eisenbahnbrücke, die ein sehr, sehr schönes Tonnengewölbe unten drunter hatte und das war ausgebaut. Und da sind wir ungefähr vor einem Jahr? Ja, circa vor einem Jahr waren wir da. Sind wir da lang gelaufen? Also da ist letztendlich alles ganz leer. Man kann unten durch, konnte man komplett laufen. Bestimmt fast durch alle Bögen quer durch. Ja, ist super lang. Schöne Fotoperspektiven. Ich weiß, da haben wir total geile Fotos gemacht mit Graffitis. Und es ist so ein bisschen, ja, noch das alte Hamburg. Ja, im Grunde genommen so, wie die Gewölbe auch beim Dammtor sind, wer Hamburg gut kennt. Genau, und dieses Ding ist abgerissen worden mit all seinen Graffitis drauf, was ja auch so kleine Kunstwerke für sich sind. Und die Atmosphäre dort, die war deswegen auch so cool, weil da kommen ja kaum Leute hin. Ne? Am besten kommt man da mit der Vespa hin. Mit Vespa, mit dem Fahrrad oder natürlich zu Fuß. Aber ja, und jetzt kommt man ganz einfach hin, weil eh alles platt ist und man eigentlich nur noch da irgendwie die Schutthaufen sieht. Ja, und wir haben uns gedacht, das ist total schade, wegen der Hafen-City das alles abzureißen, weil man hätte es ja auch total schön integrieren können. Man hätte es cool integrieren können, weil gerade so Sachen, die aus alt und neu gebaut sind, so eine moderne Architektur auf geile so einem Kneipen unten rein. Alten Fundament, sieht geil aus. Aber ja, es ist ständig irgendwas, seitdem wir in Hamburg wohnen, so nach und nach die coolen alten Sachen verschwinden, habe ich so manchmal das Gefühl. Die eine Brücke, wo Himmel und Wolken und was da alles dran steht, genau, die haben sie auch total schön aus. Die ist auch schon weg. Dann soll irgendwann die Köbrandbrücke abgerissen werden. Es ist eigentlich nicht. Ich glaube, da ziehen wir vorher aus Hamburg weg, bevor wir aus das Hamburg passiert. Weg. Ja. Aber es ist halt so wenig beständig. Ne? Selbst in den wenigen Jahren, was sollen da erst unsere Großeltern sagen, die ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht haben und da hat sich so extrem viel geändert. Ja. Bei uns hat sich schon in 5 bis 10 Jahren geändert. Aber ich habe was anderes zum Thema Beständigkeit. Ja. Ich habe meine Locken heute verloren. Ja, es gibt nicht mal Simis Locken sind beständig. Wir waren nicht mal die, wir waren beim Friseur. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, bei welchem. 1, 2, 3. Nichts ist gekommen. Stefan Schilling. Stefan Schilling, Friseure, die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die schon eine Weile zuhören, die kennen ihn schon, weil als ich das erste Mal bei dem war, da habe ich den schon vorgestellt. Und der hat heute mit Simi was ganz Unglaubliches angestellt. Simi hat ja die schönsten Locken dieser Erde, also wirklich einen wunderschönen Lockenkopf, lange, lange Locken. Haben wir. Doch, von dir gibt es ja natürlich die Nachtzug nach Hamburg, die 500. Gesehen haben. Die wissen, aber nur was die 500. gesehen nur die, haben. Die, als Livestream. Ja, und die kennen deine schönen langen Locken und Simi hat keine Locken mehr. Also zumindest habe ich heute keine mehr, weil er hat gesagt, man kann nur gut schneiden, wenn man die Locken rauskämmt. Das ich habe ihm das Profi geklaut aus. Und das hat geglaubt. Und das hat er natürlich auch gemacht und deshalb habe ich heute Abend überhaupt keine einzige Locke mehr. Wahnsinn, aber man muss ja mal sagen. Aber ich fühle mich wohl, mal was anderes. Du warst ja schon ganz oft beim Friseur im Laufe deines Lebens und bis jetzt kam noch kein Friseur auf die Idee, dass man lockiges Haar am exaktesten schneiden kann, wenn man die Locken temporär rausföhnt. Nee, hat bisher noch niemand gemacht. Aber ich glaube, das war auch allzu aufwendig. War, weil es hat doch ganz schön lange gedauert. Hat lange gedauert. Gut. Und vor allen Dingen, du hast mir selber gesagt, ne, dass du über den Preis erstaunt warst, weil normalerweise kostet es mehr. Denke ich mal, ja. Also das war ja doch ganz schön zeitintensiv. Über eine Stunde. Und ich habe mich in der Zeit als Babysitter betätigt. Und Simi ist total geschickt. Das muss ich euch mal kurz erzählen. Und zwar, ich mit der kleinen Hanna musste natürlich rumspielen, weil Simi als Erste dran war. Um 18 Uhr. Mein Termin war dann um 19 Uhr. Und ich hatte dieses kleine, mosernde, süße Wesen, was ja Hunger hatte. Und ich musste es bespaßen. Und hatte eine Stunde voll zu tun und als dann die Simi fertig war mit Haare schneiden, hat sie der kleinen Hanna einfach was zu essen gegeben und hatte schön ihre Ruhe und hatte nicht den Stress, den ich zuvor hatte. Ja, als Mutter muss man taktisch vorgehen, anders geht das gar nicht. Unglaublich, die Frauen. Aber es war letzten Endes ein schöner Abend bei denen. Ja, auf jeden Fall. Das muss man mal. Sehr schön. Vor allen Dingen, ich meine, ich würde ja, nee, das Foto, das müsste man mal finden. Das können wir nicht machen. Erst wieder zur Tausendsten. Zur Tausend, das machen wir. Also wir haben heute gesagt, wenn es möglich wird, dass Simi zur 1000. Nachtzug nach Hamburg Folge in Hamburg ist, dann fahren wir in eine entfernte Stadt. Wir wissen noch nicht, in welche.
Aber wir haben schon eine Idee. Wir haben schon eine Idee, genau. Und dann fahren wir natürlich mit dem Nachtzug nach Hamburg. Ganz genau. Und dabei machst du dir glatte Haare und von der tausendsten machen wir dann auch Fotos und die stellen wir ins Internet. Stefan, dann komme ich wieder zu dir, weil alleine mache ich das nicht. Falls du heute zuhörst. Ja, das wird eine coole Sache. Ja, das denke ich mal. Sind jetzt noch 166 Folgen. Also in rund einem halben Jahr. Wenn du immer gut dran bleibst, dann auch 166 Tage. 166 Tage. Wenn der Reiko mal nicht irgendwie eine Folge verpennt hier. Oder ich muss mal eine Schaltfolge einfügen, so wie das bei Schaltjahren auch üblich ist, dass man den Tag dazwischen hängt, weil es klappt natürlich nur, wenn die Tausendste auf dem Wochenende fällt. Sonst genau. Können wir es vergessen. Genau. Genau. Aber das werden wir hinkriegen. Ich hoffe, die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die werden es auch mal verzeihen, wenn man es mal den Tag ausfallen lässt. Können sich auch schon mal Geschenke zur tausendsten Folge einfallen. Für die Simi. Für mich? Ja. Nein, für mich natürlich. Nein, wisst ihr für wen? Für Simis Freund. Weil der kommt mit den glatten Haaren nämlich überhaupt nicht klar. Und der muss auf Hannah aufpassen zur tausendsten Folge. Und der muss auf Hannah aufpassen zur tausendsten Folge. Ja, das ist doch eine gute Idee. Genau. Ja, aber was ihr nochmal berichten könnt, was euch an Hamburg stört, was vielleicht schon irgendwie weggemacht wurde und eigentlich total schön ist, weil was wir waren richtig traurig. Ne? Ja, ach, es ist die Schanze, die an Ursprünglichkeit eingebüßt hat, weil da ja letztlich schon so viel schick saniert worden ist. Das ist der alte Wasserturm, der jetzt plötzlich ein Nobelhotel ist. Ja. Es gibt so viele Beispiele, wo man sagt, das ist nicht mehr so richtig ursprünglich. Ne? Eigentlich schade drum. Also auf jeden Fall hat uns das heute total bewegt und wir fanden es ganz traurig, aber der Friseur hat alles wieder weggemacht. Und so jetzt ist sind die wir Stimmung wieder glücklich. So ist die Stimmung am Ende des Tages doch noch ganz positiv. Genau. Und das stoßen wir da mal stoßen mit dem Lemon drauf an. Genau. Das ist so. Werbung, ne? Darf man das überhaupt hier machen? Darf man eigentlich nicht. Also man darf sagen, man darf zum Beispiel sagen, dass Beck's Green Lemon nicht schmeckt. Ne? Weil, da wir ja hier in Hamburg sind, müssten wir jetzt sagen, Astra, Alsterwasser haben wir heute beim Chinesen ja schon getrunken. Chinesen, genau. Schmeckt Welten besser. Ja, das war gut. Ja, war gut, ne? Also, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Wir sagen Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko. Und eure Simi.